Hey, ihr Gemälde-Liebhaber, willkommen zurück zu Dark Souls Daughters of Ashe. Ich habe jetzt ein paar Seelen hier gefarmt. Ich habe gesagt, das geht eigentlich ganz einfach. Und zwar nehme ich jetzt mehr Endurance, glaube ich. Ja, mehr Gewicht tragen ist immer schön. So, perfekt. Ich wollte eigentlich mehr Stärke, ne? Ach Mist, für die Hellebarde. Also nicht für die Machete meine ich doch. Warte mal, da brauche ich 20 oder... Nee. Wie war das? 40 hat die als... Oh Gott, ja, 40. Nee, da brauche ich noch ein bisschen mehr. 40 Stärke insgesamt. Ah ja. Ah. Okay, hat mich getroffen, aber ich zeige euch mal, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe hier. Aber selbst diese kleinen Krüppeltypen, da geben richtig viele Seelen ab. So, Achtung. Oh. So, erstmal rein, kurz weghauen ein paar, dann wieder kurz Abstand. Au. Ah, jetzt kommen sie von allen Seiten wieder. Kurz was trinken und wieder rennen. Und wieder rennen. Wieder zwei kaputt. Aua. Au, au, au. Alter. Seht ihr, was ich meine? Diese komischen Fackelfutzis, die sind richtig stark. Und er mit seinem Bogen daneben, der nervt auch ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Also hier kann man richtig gut Seelen machen in kürzerer Zeit. Man muss halt nur mal wissen, wie man hier hinkommt. Das musst du dir mal vorstellen, dass du halt echt gegen den Klaffdrachen verlieren musst. Ach ja. Und wieder. Der Drecksack. Ja, also mit einem fetten AOE ging es natürlich viel besser. Also so ein flächenwirkender Zauber. Bap, bap, bap. Könnte man hier ruckzuck alle wegräumen. Au, was. Bap, bap. Mal sehen. Oh, die werfen. Ah! Ah! Nein! Ja, man kann aber natürlich einfach weggestaggert werden von diesen Pennern. Oder man tötet sie einfach alle nicht, aber das will ich wirklich noch ein paar Mal machen jetzt, ein, zwei Mal. Dann habe ich nämlich schon wieder den nächsten Level ab und so kann man sich das jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen zurechtfarmen. Ah, siehst du, jetzt hast du mich mal nicht getroffen, du Sack. Das Schlimme ist der Bogenschütze an der Seite, der macht mir immer so ein bisschen Kopfzerbrechen hier. Zack, wow, das war mal ein Papier. Oh. Viel mehr jetzt auf einen Streich. Da seht ihr, was ich meine. Oh oh. Alle weg. Zack, zack, zack. Was trinken? Au. Ja, ja. Ist okay. Nicht du. Kleiner Schelm. Was? Examine Starter? Stature? Apart from the world. Guck's dir an da oben. Die ganze Zeit hakt er mich von da oben. Da! Vorbei! Deine Übeltäterei. Okay, 18.000 Seelen, ist gut. Wir könnten jetzt auch ans Feuer zurück und aufleveln, aber jetzt, da ich schon mal alles hier bereinigt habe. Oh, doch nicht. Was tut denn für einer? Aua! Okay. So trinke ich erstmal einen Schluck, ne? Hey, sag mal. Was ist das denn? Wer bist du denn? Painted Catalyst und Humanity. It's locked. Okay, gemalter Zauberstab. Nett. Aber diese drei Typen, mit denen will ich mich ehrlich gesagt erstmal nicht anlegen, vielleicht später mal. Und auch dann brauche ich viel Glück und vielleicht... irgendwelche Zauber, wer weiß. Sonst werde ich die nicht besiegen können. Das ist ganz schön garstig, die Jungs. Also, wir nehmen mal Stärke. Warte mal, wie war das, wenn ich die in zwei Hände nehme, wird ja nur ein Viertel abgezogen. Oder wie war das?
Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Stärke dafür. Oh ja, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen jetzt. Ich muss auf jeden Fall ein Strength-Build weiterverfolgen. Das machen wir definitiv, weil sonst wird das hier kein Spaß mit der Waffe. Au. Naja, geht auch so. Jetzt wieder da? Wahrscheinlich ja nichts, oder? Der Typ. Nein, nein, nein. Aua. Was meine ich? Stechen Sie mir doch in den Arsch und ich bin tot. Ja, also am besten gehe ich nochmal jetzt ganz rauf, da wo ich ja eben war, wo ich dann runtergefallen bin, oder ich fange das Ganze von unten an. Ich gehe unten durch die Kanalisation in der gemalten Welt und versuche mal da mein Glück. Da kommen aber wahrscheinlich dann die Räder, die Skeletträder, die sind ziemlich garstig. Ah, zwei Stück. Au, au, au. Oh, was? Oh, oh. Vorsicht. Heiß und fertig. Zusammen. Alle erwischt. So, ich glaube, ich gehe erstmal runter. Aber seht ihr, ich habe schon wieder 12.000 Seelen zusammen. Das geht echt, echt fix hier. Wir sind halt echt ekelhafte Gegner. Und tot. Nerv. Shortbow hat er. Mhm. Und nichts Besseres zu tun, als mich zu ärgern damit. Finde ich ganz schön gemein. Oh, was? Hier gibt es keine Leiter. Hier gibt es eine Leiter. Nehmen wir vielleicht eine Luring Skull und werde die mal versuchen von mir wegzuhalten. Was auch immer hier unten kommt, wer weiß, was die hinplatziert haben. Achso, und übrigens vielen Dank, ihr habt gesagt, mit diesem Teil, ob ich es gemerkt habe, kann ich mich jetzt wegteleportieren hier mit diesem. Hier, warte, wo ist es denn? Vom Capra Demon. Nee, jetzt ist weg. Da spinne ich. Wo war das denn? Wie sah das denn aus nochmal? Ne, hier, das Teil, was ich bekommen habe. Das hier. Das Schlüssel. Genau. Flickering Spark of Chthonic. Of Ancient Flame. Ja. Gut, also mal sehen, ob ich das irgendwie dann hinkriege. Ob ich mich da einfach am Feuer dann rumteleportieren kann. Habe ich nicht so ganz verstanden, wie gesagt. Oh! Oh, Scheiße! Hätte mich jetzt eigentlich total erwischen müssen, das Ding. Das meine ich, das sind die Räder, die drehen sich und dann, ah, ihr wisst ja. Ist gar nicht gehört. Meine Güte. Oh, sorry, Black Flame. Oh, scheiße. Alles klar, normalerweise gibt es nämlich auch eine Zauberei, also Pyromantie. Oh, aber es ist nicht die Black Flame. Oh, stirb bitte. Oh. Nein, nein, nein. Oh. Hier unten gibt es nämlich eigentlich diese Feuerpeitsche, die Fire Whip. Und die braucht man, wenn man zum Beispiel jetzt alle Pyromantie-Zauber haben will. Also, ist ja kein Zauber, alle Pyromantien. Hier oben nämlich. Meine ich. Oh, NX Key. Interessant. Das war der Schlüssel, dass wir jetzt weiter hier vordringen können in die Festung. Ich habe trotzdem noch ein ganz schlechtes Gefühl, dass ich hier unten drauf gehen werde. Warte mal, hier muss es rausgehen. Au.
Oh nein. Bitte nicht. Nicht alle auf einmal jetzt. Au. Eieieiei. Das ist noch eins. Das ist echt da hinten reingerollt. Oh, Blessed Morningstar. Blessed. Hashtag Blessed. Nee, ist nicht hier. Oh! Ah, es gibt wieder Kacke. Wäre lustig, wenn das hier so ein Boss gewesen wäre, der Kacke-Boss. Ja. Wunderschön. Und hier ist eigentlich noch ein Hebel. Wo war denn der Hebel? Irgendwo an der Wand müsste er hier sein. Oh! Da sind ja... Ihr Schweine! Da sind halt noch zwei. Oh mein Gott. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, das war's schon. Wo kamen die jetzt bitte her? Ich muss leider nochmal jetzt ganz schnell dahin und meine Seelen zurückholen. Bevor die weg sind. Greifen wir jetzt mal auf diese Phalanxen hier. Ach du Scheiße. Hab ich mal voll erwischt, die Dinger. Oh, Vorsicht. Runter schnell. Aber ich nicht gerade gerne hier bin. Fiesen Räder, wo kam der jetzt eigentlich her? Hier ist das, genau. Oh, wo kommen die einfach mal her alle? Was zur Hölle? Die waren eben alle nicht da, die Räder. Ah, unheimliches Ding. Bitte nicht. Au. Nein. Okay. Jetzt kommt das Massengepummel hier. Das gibt's doch nicht. Warum waren die Räder eben nicht da? Ihr habt sie auch nicht gesehen, oder? Die waren eindeutig nicht zu sehen. Und auf einmal sind sie alle da. Vielleicht getarnt oder sowas? Ich weiß ja nicht. Das gemeine Sachen sind das. Aber ja, ich find's auch cool, dass ihr den Ziegendämon so gefeiert habt. Und dann noch die Musik von Manus, habt ihr gemeint? Ich hab da jetzt ehrlich gesagt nicht so Zeit gehabt, drauf zu achten. Oh nein, war das ja falsch. Oh, ich bin falsch. Hier bin ich gelandet. Bist du doch rechts? Naja. Naja. Da seht ihr, die Räder sind alle weg. Oh! Ja, genau! Das haut mich wieder weg mit einem Treffer. Ich verstehe es nicht. Wo sind die denn? Die sind nicht da und auf einmal erscheinen sie alle, oder wie? Das ist mir unbegreiflich, ehrlich gesagt. Ja, komm her. Hau ab. So schnell heilen, bevor es da unten wieder blutig wird für mich. Sind ja alle schon tot, die Viecher. Alle Skelette. Oder zumindest Untote. Mach jetzt. Geh runter. Los. Hä? Das hat doch nichts mit Geschwindigkeit zu tun hier, oder? Auf einmal sind die da. Oh nein! Oh, es ist doch zum Kotzen! Seht's euch an! Da sind sie wieder. Es sind so viele Räder.
das große Massensterben ist hier gerade angesagt, Leute. Es beschämt mich gerade so ein bisschen, aber gut, ich kann nichts dran ändern. Voila. Ich würde halt einfach nur gerne die Leiter mal raufschaffen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen unmöglich gerade. Wenn die dann sofort wieder da sind und mich umrollen, die Räder. Jetzt geh halt einfach runter. Vielleicht muss ich mich echt einfach nur beeilen und einen auf Geschwindigkeit hier machen. Na komm jetzt. Einfach durch und hoch. Kann ich jetzt da hingucken. Ja, ja. Das klappt doch, wenn man schnell genug ist, einfach nur. Ich kann nicht ja runterspringen und die alle zerhauen mit einem Schlag. Sehr gut. Sehr nett, jetzt habe ich die Tür hier geöffnet. Von der einen Seite zu war. What? Was schießt er denn? Von da oben. Schweinebär. Aua. Ich schon wieder mit Pfeilen gespickt bin. Oh, das Crest Shield. Das ist, glaube ich, für Magieabwehr ganz gut. Ja, aber da unten ist auf jeden Fall nichts mehr. Da habe ich jetzt, glaube ich, alles abgesucht. Wow. Nicht werfen, bitte. Oh nein. Ihr Mistkerlchen. Ja, NX Key, damit komme ich hier rein. Sehr gut. Der ist sehr gut. So, hier oben ist eigentlich eine Glut. Da vorne liegt die. Und hier oben ist auch noch was zu holen. Aber da kommen dann wieder fiese Gegner. Oh ja, ich höre sie gerade. Halt net Slap. Eieiei. Hallo. Lass mich mal bitte in Ruhe. Oh, ich glaube, da hat sich gerade einer von den Viechern in den Tod gestürzt. Machen die manchmal. Wie gesagt, hier unten ist eigentlich eine Glut. Eine Dunkelglut. Oh, jetzt ist hier Hallo, Ember. Autsch. Ach du Scheiße. Ja, und White Titan Knight Chunk. Da rennen sie überall rum, diese Vogelfiecher. Ich hoffe, ich komme nochmal hoch an meine Seelen, weil sonst sind jetzt 20.000 Seelen flöten. Ich meine, ich kann sie mir immer wieder schnell holen hier. Aber gerade in der gemalten Welt war da ein Hollowed Exile. Wie hieß das Ding nochmal? Ja. Da kann ich es mir wohl erlauben, ein paar Mal zu sterben, weil hier ist es echt fies. Penner, guckt's dir an. Guckt's euch an. Und jetzt hinterher. Ich hoffe nicht. Ja, du musst weg. Du bist eklig. Sowieso. Ja. Ah, soll ich an? Aufgequollen, wie die aussehen. So ein Eiterpustel. Au, au, au. Ja, spring runter, ist okay. Ist okay. Hau mal ab jetzt. Ist er tot? Er ist runtergefallen, oder? Ja. Sehr gut. White Titanite Chunk. Ja, kann ich nichts mit anfangen, weil das ist nur für Blastwaffen und Blastwaffen skalieren am besten mit Faith. Und ich habe kein Faith. Den Glauben habe ich schon verloren hier.
Ach, da steht schon wieder so einer mit Fackel. Ihr ekelhaften. Oh. Da ist gerade so ein Vögelchen gestorben. Ist ja schade. Die am besten immer von hinten abstechen, weil wenn sie einen so das Zeug ins Gesicht spratzen, ja, habe ich jetzt gesagt, dann ist das nicht gut, dann werdet ihr nämlich sofort wieder mit Toxin vergiftet. Und Toxin ist echt, echt fies. Was ist denn das schon wieder überall? Hey. Sunlight Elixir. Kleinen Hunde. Oh nein. Ah. Deiner scheiß Hund. Oh. Geh mal schnell weg hier und wirklich mal langsam wieder ans Feuer. Oh, die weiße Ratte. Guck mal. Die Albino-Ratte. Oh, die sind auch nicht nett. Die sind genauso böse wie die anderen Ratten alle. Der noch Iframes hat, während er klettert. So fies. Fies, fies, fies. Oh nein, da hängt was an der Decke. Ja. Oh, die ganzen Kerle da unten wieder, hört er? Oh, die Shadow-Klamotten, die sind ziemlich nett. So wie ist die von dem Ninja, wisst ihr noch? Oh ja. Die sind hier wieder hoch, die Jungs. Das ist echt gemein hier, diese Stellen. Hoppala, hab ich erwischt. Ich auch nicht so schlimm. Da steche ich dich nur ab. Jetzt gehe ich erstmal ins Feuer. Ja, ja. Sag nicht so gemein zu mir. So. Ach, warte mal, jetzt kann ich Kindle Warp. Ah, jetzt kann ich mich warpen, seht mal. Oh. Warp Ability blocked by Old Magic. Das ist ja schön. Nehme ich weiter Strength? Ja, ich nehme weiter Strength. Komm, zack. Ja, sehr gut. Seht ihr mal, wie flott das jetzt geht hier mit dem Leveln. Oh, Vorsicht, nicht bei dem Platzen. Beim Platzer Mann. Ach. Ekelhafter. Ja, ich würde gerne meine Waffe auf Feuer aufrüsten lassen, aber das kann ich leider nur auf dem Grab machen. Au, au! Die ich aber nicht hier einfach mal durchlassen. Sofort werde ich wieder weggestaggert von dem Pfeilen. Oh. Splat! Diese Gesellen seid ihr wirklich. Oh. Wie jetzt? Ist doch ätzend, guck mal. Von allen Seiten kommen sie und kotzen einen an und spucken Feuer, du. Ekelhafte Typen seid ihr. Was kannst du dagegen machen? Nichts. Nicht viel zumindest. Ja, ausgerechnet jetzt machst du mal nicht deinen Sprungschlag. Was ist los mit dir? Und weg mit dir. Vielleicht nehme ich doch mal lieber wieder den S-Tock hier. Ja, ich glaube, das ist besser. Weniger Schaden, aber Mobilität ist auf jeden Fall höher.
Ah nee, warte mal, ich hab den Estok. Ich meinte doch das Baldaschwert. Aber was doch. Oh, das wollte ich. Der Estok ist zwar geil mit dem Stichen und so weiter. Oh oh. Das Stechen und Sticheln, das ist super, super gut. Der Stichschaden ist ja erhöht, wie wir wissen. Aber trotzdem, es ist halt leider nicht so die richtige Waffe hierfür. Oh ja. Das Kerle. Hab ich ja gerade eine Menschlichkeit gesehen. Das ist ja wunderschön. Wo kommt der denn her jetzt? Komm mal Leute, ich hab keinen Bock auf euch, ihr seid immer so doof. Ein Feuerspein da. Die treffen sich nicht mal gegenseitig. Voll gemein. So. Lasst mich. Die ganze Kacke da runter. Oh nein, unten kommen sie auch schon wieder. Angeschissen. Sorcery Hush. Der ekelhaften. Aha. Weg mit euch. Oh, seht mal da vorne. Ja, er ist auch da. Alter Freund und Kupferstecher. Da vorne liegt nämlich eigentlich der Blutschild, den ich ja anderswo schon bekommen habe. Aber den nehme ich mir natürlich nicht. Habt ihr gesehen, was passiert? Der süße Drache hier erwacht nämlich. Ach, ist der süß. Ah, so richtig schön die Sülze hier. Ich kam nicht weg. Ich kam gerade nicht weg. Oh, ein ekelhaftes Stück. Guckt's euch an. Oh Mann, ey, ich sterbe hier nur. Was ist denn los? Was ist hier los? Ich will ja dort sterben. In diesem Ranz hier. Im wahrsten Sinne. Das ist ja alles nur Ranzgegner. Verschimmelte, verdorbene, verfluchte, alles. Alles, alles, alles. Oh, was? Was ist das denn? War da drin etwa ein Boss? Oh nein, nicht. Und? Macht es nicht, bitte. Das ist so lächerlich. Ich habe wieder meine ganzen Seelen verloren. Ihr Scheißer. Und da drin ist ein Boss, oder was? Was soll das denn? Da drin war noch nie ein Boss. Oder? Ja gut, ich meine, vergesst das. Das ist ja Ashes of nein, Daughters of Ash, nicht Ashes of Ariandel. Oh, was ein Rotz ist das denn? Ich komme da nicht mal rein. Und der erwischt mich aber durchs Tor. Durch dieses Rauchtor. Durch den Schleier. Das ist schon geil, ne? Das ist schon ziemlich geil. Ziemlich sexy. Nee, nicht. So, gib mir alles mal aus der Sonne, bitte. Oh, ab jetzt. Ja, ihr auch, Ladies. Ihr könnt mich auch gerne mal in Ruhe lassen.
kreuzweise an der Poperze schmatzen können, nämlich. Die mich halt one-hitted, der Drache hier, ne? Das ist schon heftig. Na komm jetzt. Ja. Oh nö, sie ist auch wieder da. Haha, das kriegt ja nicht Schaden, das finde ich ja witzig. Super witzig, was der hier macht. Oh, bist du ein bisschen nicht so von der schnellen Sorte hier, ne? Boah, gar nicht so schlimm. Hier 1000 Seelen gabst du dafür. Oh mein Gott. Und der Boss ist auch noch da unten. Oh, eine Drachenschuppe. Bei der Dragonscale Weapon. Alles klar. Wie oft ich gestorben bin. Das ist so peinlich. Ich ernsthaft, dort ist der brennende Abyssal Demon, ja? Oh, komm, bitte nicht. Der ist. Der kommt eigentlich erst in Isalith. Ja, ist gut. Tschüss. Blick da einfach mal so freiwillig runter. Das Ekelpaketchen. Aua. Sind jetzt alle runtergefallen? Ist okay. Oh, es tut mir aber leid. Oh. Die haben auch eine ganz fiese Attacke, die springen einem auf den Kopf und picken einem dann auf den Schädel rum. Das macht keinen Spaß und tut wahrscheinlich ziemlich weh, weil das macht ziemlich viel Schaden, glaube ich auch. Oje, oje, oje. Ne, Leute, mit dem lege ich mich als nächstes mal an. Das große Sterben soll nicht weiter seinen Vollzug halten. Oder weiter vollzogen werden. Jetzt nehme ich erstmal zurück ans Feuer. Oh, hier werde ich auf jeden Fall auch drauf gehen. Und werde mal meine zwei, drei Seelchen hier in Sicherheit bringen. Auch wenn es jetzt gerade nicht viel ist. Zack und weg. So. Aber ich will mal gucken, dass ich noch ein bisschen farme und zwei, drei Level-Ups hole. Und dann geht es auch weiter. Ich danke fürs Zusehen, Leute. Wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet nächstes Mal. Und dann sehen wir uns wieder zu Dark Souls Daughters of Ashe. Macht es gut. Tschüss.